Augenheilkunde ist die älteste Facharztausbildung der Welt. Das ist für viele überraschend, weil es sich doch um so ein ganz kleines Organ eigentlich handelt. Aber bereits 1840 hat sich ein Chirurg dazu entschlossen, sich ausschließlich um dieses kleine Organ Auge und um den Erhalt des Sehens zu kümmern. Hier im Klinikum, in der Augenklinik, bieten wir sozusagen das gesamte Spektrum der Augenheilkunde an, den konservativen und den operativen Part. Am operativen Part vor allem natürlich Operationen der äußeren Augenabschnitte, wie zum Beispiel kosmetische Operationen der Augenlider, Hornhauttransplantationen, das gesamte Spektrum der Operationen des grauen Stares, sogenannte Kataraktoperation, und meinem eigentlichen Spezialgebiet, das sind die netzhautchirurgischen Operationen und hier insbesondere die Stelle des scharfen Sehens, die Makulachirurgie. Das ist die Stelle im Körper mit der höchsten Nervenzelldichte. Sollten Sie also jemals Probleme mit dem Sehen oder mit den Augen haben, mein Team und ich hier am Klinikum sind gerne für Sie da. Klinikum Augsburg. Menschen, Leben, Medizin.